Hallo zusammen und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Let's Play Wizard 101. Hör auf, da in dem komischen Ding zu buggen. In der letzten Folge haben wir dann endlich gemeinsam mit einer großartigen Hilfe die Schwarze Anne besiegt. Wurde auch mal Zeit und jetzt gehen wir zur Herrin des Sees. Weil wir jetzt diesen Schrein wiederherstellen wollen. Der Schrein von komischen Namen, den ich mir wieder nicht merken konnte. Hat sich nochmal eine kleine Sache geändert, das werdet ihr aber mit Sicherheit schon mitbekommen haben. Ah, die Silbertruhe steht wieder genau am selben Spot wie auch schon ein paar Folgen vorher. So lobe ich mir das doch. Schlüsselfang, natürlich, was auch sonst. Ich erzähle gleich, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich muss mich aber mal kurz konzentrieren hier. So, eins, die drei, die haben wir hier. Wow. Brauchen wir noch eine 5 und dann nachher gleich eine 7 und eine 9. Da war gerade eine 5. Hallo? Ach, da. Da ist eine 7. Weißt du, vorhin regnete es von einem Haufen 9. Naja, da ist eine. Gut. Wir wurden nicht von der Bombe erschlagen, wie schon mal. Was haben wir denn Schönes? Natürlich Schatzsucher finden und einen Sonnenstein. Sehr schön. Die nehme ich immer gerne mit. Falls wir vielleicht doch irgendwann mal so einen Zauber herstellen wollen. Vielleicht den Hephaistos oder so. Dann werden wir die auf jeden Fall brauchen. Von daher ist das doch super. Boah, das sieht so komisch aus, wie schräg das Reittier hier läuft, ne? Aber das hatte ich ja schon mal letzte Folge gesagt. So, meine Liebe. Du bist genauso tapfer, wie König Artorius es einst tat. Richte den Schrein der Gnade wieder her. Dann wird sich vor dir ein Portal öffnen. Hab keine Angst. Sobald du das Portal durchschritten hast, liegt ein Zauber auf dir und du wirst atmen können. Ich warte unten auf dich. Ja, also langsam geht's schon gegen Ende. Wir gehen dann jetzt schon in den tiefen Grund. Oder runter zum tiefen Grund. Und dann kommen nur noch Katakomben und Kristallkavernen. Und dann sind wir mit Avalon schon fertig. Dann kommt nur noch die Festung von Ganelon, was ja der finale Dungeon ist. Und dann, meine lieben Freunde, geht's nach Azteca. Oh, das wird schön. Azteca mag ich unheimlich gerne vom Design her. Finde ich wunderschön. Was liegt denn hier für Zeug rum? Ist ja wirklich unglaublich. So. Du hast den Schrein der Gnade eines sanften Regens von oben auf das, was unten liegt, zu Füßen derer, die geben und derer, die nehmen, wieder hergerichtet. So heißt er mit vollem Namen. Du siehst, wie sich vor dir das Wasser teilt und ein Portal aus dem See emporsteigt. Ta 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 ta. Jo, da haben wir den Spaß hier und dann geht's jetzt gleich abwärts. Hallo? Ah. So, da sind wir auch schon im tiefen Grund und wir haben wieder unseren wunderschönen Blauschimmer hier über dem Bildschirm. Ja, kann man mögen, kann man aber auch nicht mögen. Ich finde das jetzt, ja, gut. Aber, mein Gott. Die verdorbene Magie des Pendragon reicht sogar bis hinab auf den Grund des Sees, den heiligsten aller Orte. Er hat Avalon wirklich sehr viel Schaden zugefügt. Der letzte Schrein liegt tief unter den Mauern des Schlosses Avalon. Folgst du dem oberirdischen Weg, müsstest du erst einmal am schrecklichen Pendragon vorbei, um dorthin zu gelangen. Und ohne das Schwert, wir werden mit List vorgehen und dich von unten hineinschmuggeln. Dafür müssen wir den Teleporter wieder instand setzen. Besiege den ertrunkenen Ritter, um an das erste Bogenstück zu gelangen. Ja, hier erwartet uns eine Reihe an Bossgegnern, die wir besiegen müssen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Und ich glaube, hier war doch auch das letzte Portal, oder? Ach, stimmt, sie hat ja gerade was von wegen Torbogen gelabert, ja. Wir werden jetzt hier die Portalsteine holen und dann am Ende das Portal zusammensetzen und dann können wir uns jederzeit hier hin teleport... Nee. Nein, Moment, falsch, das war gar nicht so. Das Portal führte dann woanders hin. Ah, nee, der Torbogen war woanders, glaube ich. Ist auch egal. Wir haben jetzt hier einen Bossgegner, den ertrunkenen Ritter, Tod und einen Sturmgehilfe. Alles klar. Ich glaube, nichts wird schlimmer sein oder schlimmer werden als der Kampf gegen die Schwarze Anne, den wir ja jetzt schon hatten. Also da ist eigentlich alles im grünen Bereich. Nur, dass die Gegner jetzt mittlerweile echt viele Leben haben. 14.000, das ist nicht ohne. Da wird der Feuerdrache wahrscheinlich nicht reichen. Das müssen wir auch mal an der Stelle ganz klar sagen. Aber gut, dann ist es so.
Müssen wir eben gleich noch danach irgendwas hinterhersetzen. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, das werdet ihr mit Sicherheit schon mitbekommen haben. Die Folge, die ich jetzt aufnehme, kommt ja am Freitag. Dass das mit dem Stream sich noch ein bisschen verzögert hat oder sich noch ein bisschen verzögert generell. Ich hatte ja überlegt, dann diese Woche zu streamen. Also ich wollte eigentlich schon eventuell mal... erst wollte ich Montag streamen, dann wollte ich Mittwoch streamen. Jetzt weiß ich noch nicht, wann ich es mache. Vielleicht mache ich es sogar jetzt an dem Wochenende, das kommt. Ich muss ein bisschen gucken, wie es zeitlich klappt, ob ich andere Sachen noch vorhabe oder beziehungsweise tun muss und machen. Und ihr wisst schon, ist ja immer ein bisschen zeitplanmäßig, muss das ja alles gut passen. Ich habe aber heute schon mal ein bisschen getestet. Ich habe mal wieder den Teststream angeworfen und mal ein bisschen geguckt mit Qualität und so weiter, weil ich will da noch ein bisschen was dran ändern, so gut es geht. Und ich guck mal, was ich da noch rausholen kann. Und wenn da alles von den Einstellungen passt, dann werde ich gucken, wie es terminlich aussieht, sag ich mal. Und dann können wir da bald was Schönes streamen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich habe gerade ein interessantes Video von Blaze Lifehammer gesehen, wo er was von dem US-Server da ausprobiert hatte. Es gibt da wohl so eine Aktion, wo man sich, wo man, keine Ahnung, 2 Euro im Monat bezahlen kann. Und dann bekommt man alle 7 Tage ein Pack mit diesen Spellements. Also das sind diese, ich habe keine Ahnung, wie die Dinge auf Deutsch heißen werden, aber diese Teile, womit man dann irgendwann Zauber aufwerten kann. Interessant, also wie so monatliche Aktionen, wo man quasi jeden Monat Geld ausgibt und dann bekommt man jede Woche so ein Pack von irgendwas oder ein bisschen Kronen, ja genau. Irgendwie sowas in der Art. Ist interessant. Muss man natürlich gucken, ob sich das lohnt, aber das sind ja nur so kleine Dinger. 2 Euro im Monat ist jetzt auch nicht unfassbar viel. Ist interessant auf jeden Fall. Oh Gott, Hilfe, betäub mich doch nicht. Betäub mich nicht, bist du wahnsinnig. In letzter Zeit mag mich ja OBS wieder extrem, muss ich sagen. Die Aufnahmen funktionieren jetzt alle. Ich habe jetzt auch mit dem neuen Monitor und dem neuen Dings. Ich wollte gerade Setup sagen, aber da hat sich ja nicht großartig was geändert, außer der Monitor. Wieder alles einigermaßen hinbekommen. Ich vergesse immer, dass ich betäubt bin in der Runde. Egal. Also ich sehe zwar, dass ich betäubt werde, aber ich vergesse es dann immer die Runde darauf schon wieder. Kritisch, bist du bescheuert oder was? Oh, jetzt wird es langsam eng. Ich brauche dann mal dringend einen Satyr in der nächsten Runde. Aber töten werden sie uns hoffentlich noch nicht. Da müsste jetzt schon einiges passieren. So ein Wilddorn. Okay, ist nur ein Orkan. Der bringt uns nicht um. Was wollte ich denn gerade sagen schon wieder? Ich hab's vergessen. Oh mein Gott. Ich komme gerade echt nicht mehr drauf, ne? Wahrscheinlich werde ich es dann im fertigen Video wieder sehen und denke mir, ach so. gut, sei es drum. Ach so, warte mal, da war irgendwas mit Monitor. Ach so, stimmt, ja. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Klar, jetzt funktioniert alles hier super mit Ton und Bild. Wunderschön. Und OBS mag mich, wie gesagt. Das heißt, letzte Woche hatte ich eine Phase, wo ich wirklich fast jedes Mal diese scheiß Audiospur nochmal neu einfügen musste, weil OBS zum Verrecken hin einfach nicht diesen Ingame-Sound aufnehmen wollte. Was ich bis heute nicht verstehe, woran das liegt, dass er den manchmal aufnimmt und dann mal irgendwann wieder nicht. I don't know, keine Ahnung. Aber jetzt, die letzten Tage, musste ich kein einziges Mal dieses Ding resetten. Es hat immer funktioniert. Wahrscheinlich sage ich das und jetzt gucke ich mir das fertige Video an und dann ist der Ton nicht aufgenommen. Nein, ich habe es ja am Anfang angeguckt, ich habe am Anfang eine Testaufnahme gemacht. Da ist alles in Butter. Finde ich gut. Finde ich schön. Ich bin ja fast mal verzweifelt gewesen wegen OBS. Und irgendwann war ich dann auf dem Trip, nein, ich benutze nicht OBS, ich benutze es nie wieder.
Das weiß ich noch, das war wirklich unglaublich frustrierend. Aber scheint sich gelegt zu haben. Ich heile mich mal lieber nochmal. Ich habe keine Lust, dass der irgendeinen kritischen Angriff auf mich macht und dann sind wir wieder tot. Nicht mit mir, mein Freund. Wir kriegen jetzt hier eine wunderschöne Heilung reingedrückt und dann lässt du uns gefälligst in Ruhe. Okay, er bufft seinen Gehilfen. Das ist jetzt selten dämlich, aber gut. Soll er machen. Oh, der Sturmziller. Ich habe immer so Angst vor diesen Sturmzaubern, wenn die kommen und dann greifen die kritisch an oder so. Wobei das bei den Gehilfen ja nicht so schlimm sein sollte. Holla, die Waldfee. Habu, ich weiß gar nicht, ob ich es morgen hinkriege, ein Zweitprojekt hochzuladen. Also heute an dem Tag, wo ihr es seht. Also hochladen werde ich es schon können, klar. Aber ob es dann auch fertig verarbeitet ist, weil das werde ich wahrscheinlich am Tag später aufnehmen. Weil heute komme ich da nicht mehr zu, glaube ich. Es ist schon relativ spät. Mein Handy ist gerade angegangen. Aus irgendeinem nicht ersichtlichen Grund. Also es steckt halt gerade am Ladekabel, ne? Und der Bildschirm ist aus, aber mir geht der Bildschirm an. Ich denke mir, was? Was willst du von mir? Keine Ahnung. Aber gut, weil ich will ja schon das Zweitprojekt auch immer schön weiterführen, denn ich möchte ja auch mal weiterkommen, ne? Ich will ja nicht in einem Jahr hier da sitzen und immer noch Assassin's Creed aufnehmen, sondern ich will ja dann auch mal andere Spiele let's playen. Das ist ja klar, ich habe noch so viel theoretisch auf meiner Liste stehen, was ich gerne machen wollen würde. Ne? Und das wäre dann ganz cool, wenn ich das auch schaffe. Ich weiß gar nicht, was das nächste Projekt danach wird. Beziehungsweise doch so halb. Wahrscheinlich wird es wieder irgendwas Final Fantasy mäßiges sein. Das kommt halt dann darauf an, ob bis dahin Final Fantasy VII das Remake rausgekommen ist. Für PC. Falls nicht, wird es vielleicht auch Star Wars Squadrons, was immer noch in der Versenkung stattfindet. Und ich habe mir Final Fantasy XIII mal wieder gedownloadet. Ist aktuell pausiert. Schon ewig, erst seit ich das letzte Mal da eine Folge hochgeladen hatte. Das ist auch ein bisschen schwierig gewesen mit dem neuen PC. Ich hatte es schon mal da gestartet. Um schon mal zu gucken, wie schaut es denn jetzt aus, ne? Wenn ich jetzt mal theoretisch aufnehmen würde, wie würde es denn aussehen? War irgendwie ein bisschen seltsam, weil das Spiel hat permanent geruckelt. Und ich habe wirklich nicht rausfinden können, woran das lag. Ich habe die Qualität 50 Mal hoch und runter geändert und es hat sich nichts geändert. Also keine Ahnung, was da los war. Ich habe es nochmal neu gedownloadet und jetzt überprüfe ich das nochmal. Und gucke, dass ich das schon mal so flüssig einstellen kann alles, dass es theoretisch für die Aufnahme bereit wäre. Meine Klinge und mein Schild ließen mich im Stich. Das war ja auch nicht gerade ein kleines Spiel. Das war irgendwie... Ist irgendwie bei Steam... Wie groß war das? 50 GB? 60? 90? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Deswegen habe ich es einfach schon mal gedownloadet. Ist ja genug Platz auf der Festplatte. Und dann gucke ich mal, wie es damit ausschaut. So, Boss 1 besiegt, war weniger ein Problem und tatsächlich hat der Drache mehr Schaden gemacht, als ich dachte. Also wenn wir wirklich alle unsere Fallen draufpacken, macht der fast 14.000 mit dem ersten Schlag. Das kann sich sehen lassen, da bin ich absolut zufrieden mit. Der ertrunkene Ritter brach seinen Eid des Mutes und der Treue, als er sich weigerte, gegen einen Drachen zu kämpfen und Sir Brennan mit dem Untier allein ließ. Ja, und ein Drache hat ihn jetzt auch besiegt. Wie passend. Sir Brennan konnte das Biest zwar erschlagen, das nächste Bogenstück wird von einer Seespriggan bewacht, der scheußlichen Terra-Knöchelweiß. Die scheußliche Terra-Knöchelweiß. Wie viele Bosse sind das? 4, ne? Ich glaube schon. Der tiefe Grund ist wirklich ein sehr, sehr kleines Gebiet, was glaube ich auch wirklich nur aus diesen 4 Bossgegnern besteht. Und wenn wir die geschafft haben, dann heißt es nur noch, okay, wir gehen jetzt weiter. Und dann sind es nur noch 2 Gebiete. Ich freue mich riesig auf Azteca. Wird echt cool. Gehört rein designtechnisch sogar zu den Welten, die ich mit lieber mag. Ist nicht meine Lieblingswelt, aber ich finde sie cool. So, jetzt habe ich natürlich nicht auf die Schule geguckt, aber die ist Eis. Alles klar. Die ist Eis. Könnte schwierig werden mit Turmschild und so weiter, aber wir hoffen mal, das macht sie nicht. Sehr optimistisch, ich weiß.
wo ich mich da riesig drauf freue, ist Chrysalis. Chrysalis ist eine Welt, die ich wirklich sehr mag. Finde ich schön. Ich mag irgendwie dieses Düstere. Das hat irgendwie was. Wobei Chrysalis ja jetzt nicht nur düster ist. Da gibt es auch mitunter sehr, sehr schöne Ecken. Und dann kommt Polaris, Mirage, Empyrea. Und dann sind wir theoretisch fertig. Wird natürlich alles noch eine Weile dauern. Und wer weiß, vielleicht ist bis dahin ja schon die nächste Welt hier auf den deutschen Servern auch rausgekommen. Caramel. Oder Caramel, oder was weiß ich, wie man das Ganze dann ausspricht. Mal schauen, wie lange das auf sich warten lassen wird. Wir können ja nur alle hoffen, dass es unter neuer Führung dann alles ein bisschen schneller geht. Das ist ja wirklich die große Hoffnung dabei. Aber man weiß es nicht genau. So, anfachen. Immer schön drauf damit. Wobei, ich sollte mir langsam mal einen Pip zurechtlegen, falls ich dann irgendwann mal den Satyr machen will. Man weiß ja nie. Sagte er und wird kritisch angegriffen. Ich wollte mir ja endlich mal diese Crit-Aura, diese Block- und Betäubungsresistenz-Aura reinpacken. Das sollte ich vielleicht echt mal machen, weil die ist schon ganz cool. Also als Goldkarte versteht sich natürlich. Da hat man dann irgendwie 95% klar. 95% Betäubungsresistenz, glaube ich, oder 90. Ich weiß nicht, wie es in der Goldkartenvariante jetzt ist. Und ein bisschen Block. Würde uns in mehrerlei Hinsicht helfen. Ich glaube zwar, der Block war jetzt nicht so viel, also ich glaube nicht, dass es so viel ausmacht, aber man kann es ja versuchen. Und gerade die Betäubungsresistenz ist wirklich Gold wert. Hätten wir die bei der schwarzen Anne gehabt, dann wären wir wahrscheinlich schon längst da durchgekommen, weil hätte sie uns einfach nicht betäuben können. Diese Aura kann man ja auch lernen. Überzeugung heißt der Zauber, der ist aber, glaube ich, mit PvP verbunden. Ja, ziemlich sicher ist der mit PvP verbunden. Es gibt den bei Diego, unserem Freund da am Einhornweg, der vor der Arena steht. Das hat sich gereimt. Ich bin stolz auf mich. Da muss man aber, glaube ich, einen bestimmten PvP-Rang erreichen, bis man den lernen kann. Also, ja. Aber braucht man auch nicht. Man kann sich die Goldkarten holen und dann ist man da eigentlich sehr gut eingedeckt. Und ich bekomme wirklich gerade keine Superpips. Das ist echt ein bisschen doof. Weg mit dem Ifrit. Den brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich bete jetzt mal zum Gott des tiefen Grunds, dass er unserem Leben lässt, weil ich müsste mich langsam mal heilen. Kann ich aber erst in der nächsten Runde machen. Das ist jetzt beängstigend, der Frostkrake. Okay, Glück gehabt. Kein kritisch. Boah, das ist so krass. Der macht so viel Schaden, ne? 600 schon wieder. Der sieht immer gar nicht so stark aus, aber der ist echt übel. Okay, wir kommen noch zur Heilung. Gut. Und das trotz Krakenangriff, das ist interessant. Vielleicht heilt uns ja auch unser Haustier auch mal. Aber die Hoffnung habe ich langsam aufgegeben. Das Vieh ist schon wieder extrem faul. Leider Gottes. Vielleicht bekommt ihr das Wasser nicht gut. Ist ja ein Feuerpad. Vielleicht hat es irgendwie hier unten irgendwelche Kopfschmerzen oder so, dass es nicht mitbekommt, dass es heilen muss. Man weiß es ja nicht. Nee, Quatsch, aber das Vieh ist schon echt manchmal ein bisschen schwierig. Och nö, lass doch den Quatsch. Ja, Glück gehabt. Aber das kann echt nach hinten losgehen, wenn die Sturmgegner anfangen, diesen Wilddorn zu spammen. So, wie viel Schaden macht's diesmal? 400. Und das Haustier will einfach nicht heilen. Ich fass es nicht. So. Ja, nochmal Satyr, ne? Und die lassen auch einfach nicht locker. Wir haben schon mal Glück. Oder wir, ne, ist ja schon mal gut, dass wir die ganzen Fallen schon mal auf den Boss gepackt haben. Die ist jetzt eigentlich sehr gut eingedeckt und müsste jetzt auch gleich fertig bestückt sein mit Fallen. Oh Gott. Von daher passt das. Und dann gucken wir gleich mal. Liebes Haustier, könntest du... Nee. Das will einfach nicht. Das will einfach nicht. Schlimm, schlimm, schlimm.
Ich bräuchte ein Haustier mit beherrschten Satyr oder so ein Quatsch. Das wäre mal was. Das wäre echt meine Maßnahme. So, weil wir uns jetzt so exzessiv geheilt haben, haben wir natürlich jetzt keine Pips mehr. Aber die auch nicht. Also sind wir eigentlich ganz gut dabei. Ich bräuchte halt das Wildfeuer theoretisch noch. Oder brauche ich es? Ja, wahrscheinlich schon. Wenn ich schon so frage, wahrscheinlich brauche ich es schon. Ich mache es einfach mal drauf und dann müssen wir einfach hoffen, dass wir überleben und dass uns vielleicht das Vieh irgendwie heilt. So, die Gehilfin verbraucht schon mal alle ihre Pips für den relativ lächerlichen... Ah! Es hat meine Schreie gehört und heilt mich mit 600. Sehr cool. So habe ich mir das doch schon die ganze Zeit gewünscht. Ein Eiszilla. Okay. Nee, Frostzilla heißt der, glaube ich, ne? Ach, egal. Boah, macht auch Schaden, ne? Holla die Waldfee. So, jetzt haben die wirklich überhaupt keine Pips mehr. Jetzt müssen wir wirklich nur noch warten. Ich dachte gerade kurz, die macht sich ein Turmschild. Ich war schon kurz davor, hier gefühlt zu schreien. Aber nee, bitte gib mir einen Superpip. Bitte gib mir einfach einen Superpip. Dankeschön. Okay, los geht's. Ach stimmt, die ist ja Eis. Ich hab's schon wieder ganz vergessen. Deswegen hätten wir auch ohne Wildfeuer wahrscheinlich angreifen können. Na, ist egal. Die bringt uns nicht mehr um. Und wir kriegen sogar jetzt nochmal eine Heilung. Jetzt gegen Ende des Kampfes, wo wir es eigentlich nicht mehr brauchen. Aber ich will mich nicht beschweren. Bloß, meine liebe Lilly heißt sie, glaube ich, könntest du auch gerne mal ein bisschen früher im Kampf auf die Idee kommen. Ist nämlich ganz praktisch, so eine Heilung. Man glaubt's nicht. So, müsste ja jetzt reichen, oder? Ja gut, der Gehilfe, ne? Braucht ein bisschen länger wahrscheinlich, aber gut. Die ist definitiv tot. 18.000. Sehr schön. Ja, und die hat's auch gleich hinter sich. Komm, meine Liebe, lass das Zaubern sein. Es bringt dir sowieso nichts mehr. Oh. Das lassen wir mal lieber bleiben. Ja, um 1000 Schaden bekommen und über 1000 geheilt. Das hat sich jetzt gut ausgeglichen. Pass auf, bestimmt versuchst du es jetzt nochmal. Nee, tatsächlich nicht. Okay. Der Wilddorn ist schon verdammt fies. Ich warte nur darauf, dass sie irgendwann noch anfangen, hier mit dem Blitzgewitter um sich zu schmeißen. Aber das machen die zum Glück nicht. Ja, Salz auf ihre Schuppen. Krähen gibt es ja nicht mehr. Das ist das Positive. Also die sind wir jetzt wirklich los, sozusagen. Uns fehlt halt nur noch der Wandteppich in Dundara und der in den Katakomben. Und den in Dundara muss ich noch nachholen. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Aber da komme ich bestimmt noch zu. So Leute, dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge zur Herrin des Sees zurück und schauen mal, welche Bosse uns dann danach noch erwarten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.